geht ab, Leute, Hunger. Es ist Montag, Stopp-Event läuft. Relativ später Start, aber wir können dafür ein bisschen länger machen. Sprich, jetzt erstmal ein Sternstück an, ein paar Runden drehen. Dann treffe ich mich mit einem Kollegen für einen Glückstausch. Zwischendurch ein paar Raids, ein paar Rocket Stops. Vielleicht kriegen wir einen 100er Nocturne, ein paar Airbrüten, dies, das. Aber hauptsächlich Staub machen, ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt, Moment, Max auf Monday war, ich habe 3 Pokémon gemacht. Check das wieder ab von gestern. Wir sind jetzt bei 5,921 Millionen. Startet sind wir mit 5,4. Aber wie gesagt, ein Max auf Monday. Ich setz mich mal. Ich habe 2 Zehn am Start. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Sternstück ausgelaufen ist. Ich habe nicht so viele Sternstücke. Kann leider das ganze Event nicht durchgehend Sternstücke zünden. Mein Barsch war leider ein schlecht. Unlicht Dino, Mann. Den wollen wir sehen. Riolo 100 wollen wir auch sehen. 100er Riolo? Zu low. Schade. Gerade noch schon gehabt. 2 Werte 15, aber der dritte Wert leider echt traurig. Eine 7er Ei. Checken wir mal schnell, vielleicht kriegen wir da endlich mal wieder ein Highlight. 100er Gabots würde ich nehmen. Und auf Glück entwickeln sogar. Nee, da fehlen leider 10. 2,81 wäre es gewesen. Den hätte ich dann auf Glück entwickelt und gehofft, dass es kein Kickli wird, weil Kickli hätte ich schon. Am besten wäre es natürlich ein Capoeira geworden. 100 und dann den Nocturne noch irgendwie bekommen, das wäre der Traum gewesen. Aber naja, Träume gehen nicht immer in Erfüllung. Es wird wieder spannend. 10er Eier. Und da vorne bei diesem Pferd ist Nocturne. Irgendwas 100 wäre geil. Irgendwas Neues 100. Klick 100. 5,46. 5,31. Nee, das ist nicht so toll. Tarnung. Habe ich leider schon 100er gebrütet. Nur 2? Erstmal nur 2. Reaction Time. Nocturne gefangen. Hier kommt der Moment. Nix. Die bekannte Fackel. Aber da haben wir nicht getriggert. Wir haben gerade beim Gedenkstein getriggert. Da hatte ich auch am Sonntag ein X-Ray. Jetzt habe ich mich mit dem Kollegen getroffen für den Glückstausch. Mobile habe ich bekommen. Ein seltenes Shiny. Der Kollege hat jetzt auch angefangen, Lucky Shinies zu sammeln. Hab ihm einen Fluffluff gegeben, also Baby gegen Baby. Das Traurige ist, das Mobile ist schlechter geworden als das, was er hatte. Also, obwohl es Glückstausch war, ist es einfach schlechter geworden. Aber egal, Mobile, Shiny. Kann ich eigentlich auch für einen 7er zu brüten, oder? Muss mal schauen, was in den 7ern alles da ist, weil 5er sind momentan, glaube ich, eigentlich interessanter mit den ganzen neuen Pokémon. 100er von diesen ganzen neuen Sachen. Aber Fluffelhoff, also halt Baby-Shinies gibt es halt in den 7ern. Riolo, 100er, ansonsten. Aber naja, wir drehen jetzt noch ein paar Runden, bis wir Staub machen. Ein paar Stunden geht auf jeden Fall noch. Hier sind nochmal 3 Rocket Stops direkt nebeneinander. Die gönne ich mir jetzt. Hoffentlich mit Nocturne. Erster Stop. Und was laberst du, Mädchen? Uhu! Es ist Nocturne, Leute. Mann, saftig. Jetzt brauchen wir nur noch einen, der 100 werden kann. Digga, gib ihn mir endlich. So, Leute. Gefangen. Wie immer, ein spannender Moment. Oder auch nicht.
So Leute, wir sind zurück. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was gestern Abend die letzte Szene war, die ihr gerade gesehen habt. Aber ich habe zwei Infos noch für euch. Heute ist die Legendary Rage Stunde Mewtwo, 18 Uhr bis 19 Uhr. Und Australien, Neuseeland, die Ecke, hatte bereits ihre Rage Stunde. Und da war es halt so, dass alle Mewtwo, die nach der Rage Stunde gefangen wurden, die hatten Spukball. Das heißt, manchmal schlüpfen die Eier ja erst später, wenn zum Beispiel ein Raid drauf war, der sagen wir 18.20 Uhr ausgeht, dann kommt ja noch ein Ei drauf und das Ei schlüpft dann erst danach, nach 19 Uhr erst auslaufen. Aber ich glaube, es müsste auch funktionieren, wenn ihr einfach ein Mewtwo habt und so lange wartet mit dem Fang, bis nach 19 Uhr, also bis nach der Rage-Stunde und es dann fangt. Das war, glaube ich, letztens auch so. Ultra-Bonus Woche 3 mit Mewtwo lief genau eine Woche. Und bei uns endet das Event immer um 22 Uhr. Das heißt, alle Mewtwo, die danach gefangen wurden. In Amerika ist es dann halt irgendwann mittags und da laufen ja noch ganz normal viele Raids. Da haben die Leute halt Mewtwo-Raids gemacht. Der Raid hat so angefangen, als der Bonus noch lief, aber gefangen haben die ihn erst danach. Und der hatte dann nicht mehr Psychostoß. Da hatten sich dann auch welche aufgeregt, dass er keinen Psychostoß mehr hatte. Dementsprechend glaube ich, es reicht auch einfach, wenn ihr Mewtwo habt und wartet, also den letzten Mewtwo zum Beispiel, und wartet, bis das Event zu Ende ist und ihn dann fangt, dass er dann möglicherweise Spukball kann. Müsst ihr ausprobieren. Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen. Einfach Rage-Stunde machen, hoffen auf den Shiny und dann warten, bis die Rage-Stunde zu Ende ist. Dann die zweite Sache. Und zwar wurde eine Bilddatei auf einem Server entdeckt. Und das sind die drei Regis. Die wurden entdeckt. Heißt jetzt nicht, dass sie sofort demnächst kommen, aber sehr wahrscheinlich. Und passend dazu wurde ja auch dieses Ticket entdeckt, das übrigens 8,99 oder so kostet, das man nur mit Echtgeld kaufen kann. Ich mache vielleicht noch ein Video dazu, meine Meinung, das mit dem Echtgeld, Pay to Win und sowas. Aber das Ticket ist ja rosa und blau. Und rosa und blau sind halt auch die Augen von Regigigas. Und Regigigas und die Regis, das passt natürlich zusammen. Also könnte das Ganze rund um die Regis spielen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von den Regis. Weil mir fehlen noch 2 von 3 in gut. Da habe ich nur 93. Das sind die letzten 2 Legendären, die momentan im Spiel sind, die ich nicht gemaxt habe. Es sind, glaube ich, Regi-Eis und Regi-Gok. Und dann werden sie wahrscheinlich auch in Shiny kommen. Und neue Shiny sind für mich immer interessant, bis man halt eins hat, dass man dann tauschen kann. Dann hat man das Lucky Shiny und dann bin ich erstmal zufrieden. Aber wie gesagt, 2 von den 3 wollte ich noch in gut. Also ich habe nichts dagegen, wenn die zurückkommen und Regi-Gigas. Aber wie gesagt, meine Meinung zum Ticket und zu dem Thema kommt wahrscheinlich noch. Euch viel Glück, viel Erfolg heute bei der Raid-Stunde. Gönnt euch ein Shiny Mewtwo. Und wie gesagt, eigentlich müsste das klappen. Außer ich habe gerade irgendwo einen Denkfehler. Es müsste eigentlich auch klappen, wenn ihr Shiny Mewtwo habt und ihn dann erst nach dem Event fangt, dass er dann Spukball bekommt. Wobei, Mewtwo hat ja mehrere Attacken, also muss nicht unbedingt Spukball sein. Wobei, keine Ahnung. Probiert's einfach aus. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Ich will hier nichts Falsches sagen, aber das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.